Ja, liebe Zuschauer, kommt bitte zurück zu der HSV Let's Play Karriere. Hertha ohne Zukunft bei Hamburg. Hamburg lässt Hans ziehen. Die Kandidaten Arnik und Hans. Let's go. Los geht's mit den Wiesbaden. Ja, liebe Zuschauer, willkommen zum Spiel, liebe Zuschauer. Hamburg gegen Wien Wiesbaden. Da läuft sich Hartnick warm. Oh, Nibelig in Wiesbaden. Brita Arena, kommen Zuschauer zum Spiel. In der Brita Arena, Wien Wiesbaden gegen den HSV. Ja, liebe Zuschauer, ist Hamburg Karriere etwas zum Schocken kam. Habe geguckt, wie es aussieht, ohne FIFA aussieht, aber FIFA brachte mir nicht so die nicht mal so viel die Aufrufe. Leider deswegen Pause von der HSV Karriere. Ja, Lindner. Deswegen lief letzten Tage die HSV-Karriere und die MSV Duisburg-Karriere los. Die Erfüllung Leigner, Erfüllung von Wien Wiesbaden gegen den HSV. Fernandes Leppert schlug jetzt. Da war ich stehen geblieben, ganz genau. Den ganzen Jugendspieler. Murphy Ehrenspieler. In Hamburg wieder Punkt holen. Und kann Hamburg nach dem enttäuschenden raus aus haben deutschen Spiel geht's Zwickau. Ja, wieder nach oben kommen. Los geht's mit dem Spiel. Wiesbaden gegen den HSV. Jetzt applaudieren. Ja, Ballverlust. Panik. In Wiesbaden Hoffmann greift an. Zombie. Und ich ziehe um die Tabelle nach 11 Spielen. Krankenbälle, St. Pauli erst, so Bielefeld zweiter, fast wie live. Und da ist Jatta, er verschießt den Ball. Knapp auch daneben. Knapp dabei ist es eigentlich. Auf bei einer. Langsam. Also für den HSV nach 9 Minuten gegen Wien Wiesbaden. Ja, liebe Zuschauer, lasst mal ein Like da auf der Karriere. Liebe Zuschauer, die letzte Hamburger Let's bis wieder Pause als Play kommt danach entschieden, ob ich die leisten werde, die Karriere oder als Let's Play weitergeht. Spielerfokus ist Matthias Hanik. Jatta. Oh, knapp. Sorry, ob ich gerade Ratzen gerade um Mikro gekommen. Sorry dafür. Tor für Hannover, Dutsch gemacht und rein.
Oh, wie Wiesbaden scheitert. Nicht gut gemacht von Wien Wiesbaden nach 14 Minuten. Alfander stößt ab. Jatta behält den Ball. Moreo. Kein Zombie. Ja, liebe Zuschauer, ihr könnt mal rein, liebe Zuschauer, könnt mal die Nachricht einschreiben, zu welchem Spieler ich kaufen soll. Was war das denn? Hamburg! Euer verdammtes Heldenball sicher. Was war das? Ja, Janji schießt aber anders an. Teilweise und er hält Ball sicher. Hamburg ist jetzt in der Defensive nicht mal die stärkste Mannschaft. Hoffmann. Einheim. Macht 1-0. Nach 20 Minuten. Schön gemacht. Stark. Fehlpass. Hoffmann, er hält. Lindner hält den Ball von Hoffmann. So rum. Was macht? Nein! Hamburg nimmt die Chance nicht ernst. Abstoß. Für Wien Wiesbaden. Nur noch. In Wien Wiesbaden. Gelbe Karte für Schönfeld. Nee, Verwarnung. Für Schönfeld. Nach 34 Minuten. Als Scherz. Schlägt den Ball. Ab. Tor Wien Wiesbaden. Tor Wien Wiesbaden. Als ob. Tschüss. Wien Wiesbaden 1.
Hamburg 0. Krasses Tor. Pfostentor. Da rege ich mich auf. Es war Pettersson Schkato den ersten Tor. Bei seinem Tor für Wiesbaden gegen den HSV. Teuermann, teuer Kauf. Macht das Wurz 0. Kuhn. Eigentlich auf Legende stellen und dann spiele ich immer so scheiß mit dem HSV seit Bochum. Nur noch in der Auf Achtbahn der Gefühle eben halt mir als Let's Play. Tor HSV! Es war Matthias Hanik. Die letzten vier letzten Sekunden liefen ab. Liefen schon ein paar Minuten über die Zeit. Nachspielzeit und danach kocht Hanik den Ball rein. Sauber. Schöner Pass. Und Hanik macht ihn sauber rein. Schönes Tor. Hamburg. Echt aus. Hanik. 12. Saisontor. Für Hanik. Gegen Wien-Wiesbaden. Ob ich zurückkaufen, ob ich zurückholen will, weiß ich nicht. Ist mir einfach zu alt. Aber gegen Heinem 1-2 und Hannover gegen 1001. 1. Los geht's. Erste Folge läuft im Tutorial am Rosenmontag, die erste Folge, also heute. Danach haben wir alle zwei Tage mal im Folgenrhythmus bis zum 1. Januar. Dann gibt es erstmal ein paar Tage Ruhe. Bis zur Transferphase. So, die Feuerwehr könnt ihr rein, gebe ich euch ein paar Tage schon mal vor, schon mal Zeit, wenn ihr schreiben könnt, wenn ich kaufen soll für den HSV. Auch nichts. Und hinter Infokasten oben rechts könnt ihr mal eine Abstimmung machen, ob ich das mal livestreamen soll. Oder ob ich die Karriere als Livestream kommen soll. Freistoß. Nach 60 Minuten. Marcel Tietsch, Rivero, G3 für Patrick Schönfeld. So.
Schönefeld ist ein Ortsteil von Berlin, glaube ich. Ja, dann bin ich gut. Ja, Hoffmann. Baum, Mount. Hätte ich Schießwitz mit dem Jugendtalent. Scheiße. Ich hab meine Kappe. Ayanji. Und hier kann ich jetzt schon mal schreiben, weil ich vielleicht schon mal kaufen, schon mal scouten soll. Bevor es noch zu lange dauert als Let's Play Projekt. Janji. Tobias Schwebe geht raus für die Genitzen. Oder schreibt mal rein, ob ich Verteidigung, ob ich eher die Jugend spielen soll. Jugend oder schreibt rein, welche Spieler ich kaufen soll für die Rückrunde. Nein, abseits zum Glück. Ja, liebe Zuschauer, das Spiel werde ich jetzt nicht schneiden, das Spiel. Nur, also ich will einfach ein bisschen labern. Ein bisschen was sagen. Liebe Zuschauer, die Folge Lutscher kommt am Dienstag raus, den 18. glaube ich. 18. Februar glaube ich zumindest. Also nicht am 1. und nicht am großen Montag. Abstoß. Erst vorgeht jetzt ein bisschen jetzt mal offensiv. Hamburg jetzt wilden Sieg, habe ich gehört. War nicht ausgewiesen, okay. Knappe Chance. Kind Zombie verschießt den Ball.
Nein! 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 Was ist das, Mann? Während Wiesbaden macht das 2-1. Schönes Tor in Wiesbaden. Leider. Schönes Tor. Schönes Tor. Marvin Alanji macht sein erstes Tor gegen den HSV. Ja, das war das Spiel gegen Wien Wiesbaden. 2-1 verloren und verdientes, gerechtes Ergebnis. Wenn die Ethan gewinnt, verdient 1-2. Vielen Dank, dass Sie kurz rübergekommen sind, um uns ein paar Fragen zu beantworten. Es war Pech, die waren das Beste, die waren das Beste Mannschaft gewesen, ja. Die war besser gewesen. Danke, dass Sie waren. Muss ich wieder beschwören. Hinterseher. Bei mir. Man geht dann hoch und Carpentier geht auch rein hoch. Ich mach mal ein Jugendteam auf. Ja, danke fürs Zuschauen, liebe Zuschauer, und bis nächstes Mal und ciao.